Na, wir werden nicht Alistar, also wir werden nicht für Alistar gehen. Wir werden nicht für Alistar gehen, wenn der uns die Lane gibt, okay? Da würde ich mich persönlich nicht gut mitfühlen. Aber so wie es aussieht, gibt er uns die Lane nicht. I can go mit. Ich will eigentlich Alistar mitspielen. Nein. Aus. Böser Frederik. Wir spielen jetzt einen Tryhard-Pick. Schöne Runde Asia, ja. Ja, lass uns eine Runde Anivia spielen. Komm. Lass den rewarden. Ich würde gerne anfangen zu streamen. Würde sagen, Chem ist für Neulinge Pflicht. Es ist keine Pflicht, aber es ist natürlich was, was in der Regel sehr wichtig ist. Ja. Ich meine, es gibt sehr erfolgreiche Streamer, die ohne Chem streamen. Zum Beispiel in der deutschen Szene hast du zum Beispiel Basti aus dem Minecraft-Hintergrund. Der streamt nicht mit persönlicher Chem, sondern nur mit Tastatur, Maus oder Lyric im internationalen Bereich. Aber damit anzufangen, groß zu werden und eine Community aufzubauen, ist natürlich um einiges schwieriger. Ne? Ganz klar. Du brauchst halt schon irgendwas, wo du dann aus der Masse herausstichst, weißt du? Irgendwas, was dich auszeichnet. Wäre dein Real Life auch big? Ja, in League ist es tatsächlich so, dass es relativ viele große Streamer ohne Chem gibt, weil in League das Gameplay für sich selbst spricht und eine Chem gar nicht so wichtig ist. Im Variety-Bereich ist es, glaube ich, wesentlich schwerer. Wie stichst du aus der Masse heraus? Ich bin die Masse. Darüber musst du nachdenken. Gute Antwort. Na, ich hab euch, ne? Ey, unser erster Diamond-Spieler. Let's go! Die MMR auf dem Account ist auch am Randalieren, sage ich euch. Also, in dem Matchup, ne, sie hat kein Dorans Schild. Das heißt, sie ist aus der Lane pokebar. Aber ich habe mich für eine Träne entschieden und ich habe mich gegen TP entschieden. Das heißt, wir spielen hier ein Setup, das extrem anfällig ist auf der Lane und sehr schwach ist auf der Lane. Und müssen da ein bisschen Respekt zollen. Und wir wollen einen Early Reset unserer arbeiten, weil uns irgendwann einfach das Mana ausgeht. Ich spiele clean bis jetzt. Hm. Hätte nicht ghosten sollen, ne? Das ist Kutscherlol. Also er spielt auf jeden Fall so wie Kutscherlol, ja. Okay. Das war nicht die Wall-Kombo, die ich sehen wollte. Sag mal, ich bin komplett beschissen gerade. Okay, Full Fokus jetzt, Full Fokus. Wow. Die hat das so gut gespielt. Warum würde sie das jemals machen? Das war so eine gute Lane von dir, Milady. Warum würdest du jemals für sowas gehen dann? Vielleicht war das alles Teil meines Plans. Ich habe sie in Sicherheit gewogen. Sie dachte, die Anivia kann nichts. Und dann, ne? Haben wir zugeschlagen. Schön risky. Ich meine, wir kriegen in 12 Sekunden haben wir wieder Ei. Das war Ignite und Ult. Ja, die ist nicht schlecht. Die ist wirklich nicht schlecht. Oh, na, hier versucht sie zu baden. Der Assist wäre sehr, sehr gut, weil der uns Presence of Mind gibt. Die haben wir, ne? Oh, zu langsam leider. Sehr, 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 sehr aggressiv. Aber die ist mechanisch, das ist so eine Sache, ne? Also für einen Platin-Spieler würde ich behaupten, ist die mechanisch sehr, 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 sehr sauber, die Akali. Ein bisschen zu aggressiv, ein bisschen zu unüberlegt, ne? Halt achtet überhaupt nicht darauf, wo mein Team sein könnte. Die Kombos sitzen. Teilweise ein bisschen langsam bei den Kombos, aber sie sitzen. Also gut, gut, gut. Wir liefen NNO. Wir waren, heute waren. Mir hat es heute richtig wehgetan, das Game, muss ich sagen. Muss jetzt mal ein bisschen mehr Druck aufbauen auf die Akali. Stehen die roam permanent. Das ist echt nervig. Also wir sind Botlane sehr weit behind. Und wir sind auf allen Lanes immer sehr, sehr gut im Saft, glaube ich. Die Gegner haben eine sehr gefeedete Tristana und eine gefeedete Akali haben sie jetzt auch. Monkey. muss unten sehr vorsichtig sein. Das größte Problem in dem Game ist wahrscheinlich Sidelane für mich, weil ich mit Anivia nicht wirklich Sidelane möchte, logischerweise. Das ist nicht, was ihr unbedingt sehen wollt, aber wir kriegen jetzt Level 11, wir kriegen unseren Archangel, wir können jetzt für Drake runtergehen. So, wir brauchen jetzt nur noch Sorgboots, Sonias, Rabadons. Aber wir sind jetzt auch schon extrem stark zu dem Zeitpunkt. Also wir sind extrem stark jetzt schon. Was? Wir können? Gut, ja.
Do you have a moment of your time to talk about our Lord and Savior? What's this here? Margirl! Ist halt worth für die zu gehen. Nee, ne, hat jetzt zwei. Ah, das kann ich leider nicht mehr halten. Ja, also Sidelane könnte für uns ein Problem werden hier langfristig in dem Game. Aber wir werden sehen. Ein dicker Vogel bin ich. Ein dicker, dicker Vogel. Die ist natürlich sehr gefährlich gegen uns, die Fiora. Na, wenn sie kommt, wir können einen Stun über sie drüber laufen lassen. Das ist was, wie ihr schlechte Fiora-Spieler immer baiten könnt. Oder wir können ihn sehr früh auslösen. Das ist die andere Option. Entweder wir lösen ihn sehr spät aus oder wir lösen ihn sehr früh aus. Oder wir brauchen ihn. Ich weiß ja nicht, ob die mich wirklich killen kann, ehrlicherweise. Vielleicht unterschätze ich die. Vielleicht ist sie sehr viel stärker, als ich denke. Oh, es bringt eine Lantern, Bruder. Wenn er einfach früher lanternt, dann ist sehr, 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 sehr bitter, Bruder. Wenigstens hat sich der Jarvan den Kill gejoinkt. Das ist nice. Ui. Oh mein Gott, meine Augen. Meine zarten, zarten Augen. Oh no. Oh, seht ihr den. Let's go. Okay. Okay, 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 okay. Platinum. Und wir haben auch unseren ersten Diamond-Spieler dabei, ja? Ja, diese Sidelane-Split-Pusherei wird ein Problem. Wir müssen auf jeden Fall groupen und teamfighten jetzt. Zu dem Zeitpunkt. Auch den dringend zum Fighten. Gehen für die 5-5-Defense hier. Bin sehr, sehr stark für diesen Drake-Fight. Wir haben ja leider gerade einen Free-Tier-2-Turret. Das ist nicht gut. Ja, also dieser Split-Push von Fiora wird ein Riesenproblem, weil die Illaoi kann den, glaube ich, auch nicht mehr stoppen. Okay, unsere Botlane ist wieder tot. Das sieht aber gar nicht gut aus hier, die Runde. Oh, oh. Das sieht aber ganz und gar nicht gut aus. Wir brauchen Nash, um hier noch gewinnen zu können. Das ist sehr, sehr schwierig. Haben wir den Penta geklaut? Naja, aber wenn ich... Also wenn er mir den Penta lässt, stirbt halt einer von uns. Das ist nicht worth, weißt du? Der hat da schon voll und ganz recht, den zu nehmen. Ja, für den nächsten Fight habe ich keinen Flash. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass wir eine gute Lantern haben. Was ist das denn für eine Vision Lantern gewesen? Ich glaube, die können mein Eck nicht töten. Ich will zu tanky sein hier, wenn die dann noch erst sind. Ich habe extra da auf meine Fläche gepinkt, damit sie praktisch da stehen bleibt. Weil wenn sie runtergeht, dann habe ich nicht genug Damage für die... Das ist unser Voice. Ich muss mich gerade richtig konzentrieren. Das Game ist super schwer.
Das ist wirklich super, super schwer, das Game. Ist das her? Tatsächlich hätten wir Mitte nicht so offen lassen dürfen. Normalerweise hätte die Trista jetzt einfach reinpushen können. Das wäre sehr blöd für uns. Wir haben noch 20 Sekunden. Eine pushen und dann können wir... Wir müssen die Fiora diesmal früher beantworten. Boah, ich glaube, wenn ich in dem Game nicht einen meiner Main-Champions hätte, dann wäre das impossible zu carryen gewesen, ne? Ich meine, das ist immer noch super, super, super losable, ne? Aber zumindest habe ich den Hauch einer Chance, weil ich einen Champion habe, den ich kann. Die darf nicht bis zu unserem Inhib kommen. Also normalerweise solltet die doch noch easy halten können, oder nicht? Die haben nicht alle Minions genommen, das ist scheißegal. Die können uns flanken, wie sie wollen. Was soll die? Die kann flanken, wie viel sie mag, die Tristana. Solange unsere Illaoi halten kann, ist alles gut. Ne, ich bin so ein Griefer. Ich dachte, das E fliegt schon. Oh Gott. Ich habe mich da auch vom Fight zonen lassen. Wie ein absoluter Keck. Ja, das war so ein mieser Fight. Danke, Team. Das war so ein mieser von mir. GG, wird blöd. Ich hätte so viel mehr machen können in den letzten Fight. Aber ey, wenn ich da nicht einen Top-Tier-Champ aus meinem Champion-Pool habe, ist einfach verloren. Das war ja so schwer mit der Botlane. Boah. Huhuhu. Bin mal gespannt, ob wir jetzt Full-Diamond-Games kriegen, weil wir so eine krasse Win-Ratio haben auf dem Account. Da bin ich echt sehr gespannt. Das sieht auch gut aus. Ab fürs Nächste. Kann man Games nicht mehr so gut 1v9 wie früher? Ja, also es ist viel, viel schwerer geworden. Also es ist viel, viel schwerer geworden. Du hast mittlerweile der schlechteste Spieler deines Teams hat wesentlich mehr Einfluss aufs Game als der beste Spieler deines Teams. Du schaffst trotzdem noch gute Win-Ratios zu haben, aber es ist so viel schwerer geworden. Weil du hast halt zum Beispiel in dem Game, ne? Unser AD-Carry hat ja praktisch gesoft-intet in der Runde, ne? Für eine Weile. Der hat seinen Turret aufgegeben, der ist 0-3 gegangen, ne? Das war wirklich, wirklich schwierig. Und unser Top-Laner ist auch immer nur reingerannt. Und obwohl ich so gefeedet war und so stark und so viel Pressure, du kannst so wenig machen.